Augen auf und Herz an. Es geht zu den Erlebnis-Dates. Und die halten schon, bevor es überhaupt losgeht, eine Überraschung parat. Monika ist leider krank, sie kann leider nicht kommen. Und dann habe ich mich dazu entschieden, einfach Michaela noch mal eine zweite Chance zu geben. Der erste Kick geht damit heute an die noch ahnungslose Michaela. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Wie geht's dir? Also mir geht's gut. Und dir? Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen komische Situation, aber ich wollte fragen, ob du mir vielleicht einfach noch mal eine zweite Chance geben möchtest und noch mal auf ein Date mit mir Lust hättest. Das Angebot nehme ich sehr gerne an und würde das auf jeden Fall gerne machen. Das freut mich sehr zu hören. Michaela ist wieder dabei. Ich werde von Männern sehr oft falsch eingeschätzt, weil ich glaube, ich ganz am Anfang halt eher sehr schüchtern rüberkomme, was ich aber in Wirklichkeit gar nicht bin. Also ich würde mich als sehr selbstbewusst einschätzen und auch jemand, der direkt sagen kann, was er möchte. Ich kenne mich mit schweren Jungs aus, vom Beruf bin ich Justizvollzugsbeamtin. Ich bin eigentlich kein eifersüchtiger Mensch. Ich musste aber auch noch nicht so viel konkurrieren mit anderen Frauen. Das heißt, es könnte schon sein, dass ich da die Ellenbogen ausfahre und um den Mann kämpfe. Andere Frauen sind erstmal nicht in Sicht. Aber dafür gleich Marc. Ich bin schon sehr nervös. Ich weiß ja nicht, was auf mich zukommt. Ich hoffe auch, dass das Date schön wird und dass das nicht irgendwie verklemmt ist. Bei Erlebnis-Dates sollten Verklemmungen tatsächlich besser zu Hause bleiben. Sonst noch was? Ich hoffe mir eigentlich ganz viel auch von dem Date. Vielleicht kann sie mich noch mal überzeugen. Hi. Hey. Danke, dass du gekommen bist. Ja, gerne. Er sieht wirklich so gut aus wie im Videochat. Michaela macht einen mega süßen Eindruck. Es passt einfach alles. Ich habe mir echt was Schönes einfallen lassen. Mal komplett was anderes. Was denn? Ich hoffe, was mit Tieren. Wir dürfen einmal mit Alpakas ein bisschen wandern gehen. Ein bisschen durch die Gegend spazieren. Ja, cool. Sehr cool. Ich hab mir gedacht, das wird was. Freu mich. Die Alpaka-Tour ist natürlich auch eine super Art, ein tolles Date zu machen. Gerade für Marc und Michaela, die ja beide Tiere auch sehr gerne haben, macht das schon Sinn, so eine Tour zu machen, wo man sich unterhält, wo man ein bisschen spazieren geht und wo man noch ein Tier mit dabei hat. Mit trauter Zweisamkeit wird es also erstmal nichts. Aber Michaela hat die Alpaka-Vorteile direkt erkannt. Ich dachte, wenn man mit denen ein bisschen spazieren geht am Halfter, ist ein richtig niedliches Bild. Genau. Was schön fürs Bild ist, ist aber nicht automatisch gut fürs Erlebnis. Es sei denn, man steht auf Stillstand. Aber jetzt gibt's nur noch was, wenn du mitkommst. Na komm. Kommst du mit? Komm, ja, du musst aber erst mit ein Stückchen mit mir mitkommen. Das dauert echt lange, bis man mich aus der Fassung bringt. Und vielleicht ist es dann auch mehr innerlich, ne? Dass ich innerlich denke, boah, was für eine Scheiße jetzt gerade hier. Aber ich lasse das dann nicht so nach außen raus. Ne? Michaela ist eine super tolle, geduldige, ruhige Person. Sie ist mega tierlieb und wie sie mit den Alpakas umgegangen ist, da könnte ich mir ordentlich eine Scheibe von abschneiden. Aber kann die Bielefelderin auch Action? Marc hakt nach. Das ist so das Durchgeknallteste, was du jemals gemacht hast. Spontan in Urlaub fliegen, zum Flughafen, gucken, was als nächstes geht und in Urlaub fliegen. Also bist du eher so dieser Bauchmensch? Also ja, voll der Bauchmensch. Ja, voll. Wir waren ständig irgendwie auf das Alpaka fokussiert, beziehungsweise zu gucken, dass es jetzt endlich mal mitläuft. Da war das echt eine Erleichterung, als wir dann einfach mal ein bisschen abschalten konnten und uns auf uns konzentrieren konnten. Ab jetzt gibt's nur noch Leckerlis für die Datepartner. Ich finde wirklich klasse, wie du vorher, wie geduldig du teilweise mit den Alpakas warst. Ich weiß nicht, ob ich das so gekonnt hätte. Hey, ich glaube, ich wäre irgendwann mal ausgetickt. Ich hätte das Alpaka einfach am Straßenrand stehen lassen und wäre weitergelaufen. Jetzt echt? Aber ich fand, du hast das trotzdem gut gemacht. Ich finde, du hast so eine ruhige, positive Ausstrahlung. Ich glaube, das könnte natürlich auch daran gelegen haben, dass das so ein bisschen übergeschwappt ist auf mich. Ich fand es trotzdem cool. Ich finde, das war so eine coole Erfahrung und ich nehme das echt mit Humor. Von einem störrischen Alpaka lässt sich diese Frau nicht ausbremsen. Michaela schaltet einen Gang rauf. Ich brauche einen Mann, der Sarkasmus und Ironie versteht und auch meine Sprüche einschätzen kann. Das ist so. Ich halte mich wirklich am Anfang zurück. Sobald ich aber merke, der Mann ist ähnlich gestrickt, dann ist das schon so. Also, ich kann dir bloß so viel sagen, bei mir musst du dich absolut nicht zurückhalten. Okay. Bei mir kannst du raushauen, wie du möchtest. Ja. Für heute ist erstmal Schluss mit lustig. Ich habe es genossen, die zweite Chance von dir bekommen zu haben. Ich bin echt mega happy darüber. Ich danke dir für das Date. Ob aller guten Dinge noch drei werden, muss Marc entscheiden.
Die Frage ist, ob das noch Potenzial für mehr hat und ob das tiefer geht. Ne? Wir haben die gleichen Werte, wir haben die gleichen Vorstellungen, was Zukunft und Co. angeht. Und das sind eigentlich schon tolle Grundbausteine. Für Erlebnisdate Nummer 2 geht's aufs Glatteis. Marc wartet auf Charlene. Und eiskalt ist hier nur der Boden. Ich bin echt aufgeregt, was da jetzt so auf mich zukommt. Aber wird schon. Was kommt, das kommt. Im Idealfall Liebe auf den ersten Kick. Fürs Erste aber eine eher entspannte Charlene aus Hamm. Generell hoffe ich natürlich auf die Liebe. Generell oder mit Marc? Ich muss tatsächlich auch sagen, ein paar Minuten später wusste ich schon gar nicht mehr, wie er ausschaut. Deswegen bin ich gespannt, ihn jetzt live zu sehen. Das haben die zwei schon mal gemeinsam. Jetzt gerade werde ich schon ein bisschen nervös, bin geschwitzt und ich freue mich aber. Ich hab Bock. Dann darf Marc Charlene jetzt das erste Mal sehen. Hi. Ich bin die Charlene. Marc, hey. Hi. Gut bei dir? Ja, und bei dir? Auch. Bist du aufgeregt? Bisschen. Du? Ich auch, ja. Aber ich muss sagen, echt schön, dich auch mal wirklich live zu sehen und mal so die Frau hinter den Pixeln zu sehen. Mein erster Gedanke, als Charlene durch die Tür gekommen ist, war erstmal, ich war komplett geblättet. Freut mich. Ja, mich auch. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Alles gut, krieg mal hin. Was machen wir heute? Wir dürfen uns heute auf dem Eis komplett austoben. Okay. Andere Eisläufer dürfen heute nicht rein. Macht also nichts, wenn die zwei den Untergrund zum Schmelzen bringen. Alles gut, alles gut. Ich sehe mich schon fallen. Ich fliege. Das ist doch genau das, was sich die Frau wünscht. Gentleman 2.0. Ich sag dir nur, ich fliege hundertprozentig und ich will dich nicht mitziehen. Alles gut. Charlene hat ein übertrieben hübsches Lächeln. Die hat ein Funkeln in den Augen. Und das ist genau das, worauf ich eigentlich Wert lege. Genau, ein Fuß nach dem anderen, ganz langsam. Ich brauche das, ich brauche diese Nähe. Ich wollte auch wissen, wie sie da eben drauf reagiert. Und sie hat dann auch von alleine immer wieder nach meiner Hand gegriffen. Und sie hat auch diese körperliche Nähe gesucht. Und das hat mir einfach dieses Gefühl gegeben, okay, sie ist genauso bereit dazu. Da ist genauso Interesse von ihr da. Alles gut. Das war eben irgendwie so einfach. So ein Schiss. Irgendwie fühle ich mich gerade so ein bisschen Titanic-like. Du vorne, die Arme ist so gestreckt. Ich habe ein bisschen Titanic-Musik eingeblendet bekommen. Sind ja auch Dinge, die schon auch wichtig sind bei einem Date, ne? Dass man auch ein bisschen auf Körperkontakt geht, um eben Nähe zu erzeugen. Ich sehe schon kommen, das wird unser neues Hobby. Schlittschuhlaufen gehen. Jetzt fliege ich auch noch hin. Der Marc ist ein sehr herzlicher Mensch, gefällt mir auch sehr gut vom Charakter her. Ich unterhalte mich gerne mit ihm, schaue ihn gerne in die Augen. Ich finde auch einfach, ihre Art ist einfach ansteckend und die Frau beeindruckt mich einfach immer mehr. Der Eiszauber scheint zu wirken. Jetzt kommt der Kuschelfaktor obendrauf. Es wird wärmer, innen drin. Ich fand es echt, dass du mich die ganze Zeit festgehalten hast. Weil sonst wäre ich hundertprozentig geflogen. Ich finde, es gehört auch irgendwo dazu, dass man sich gegenseitig unterstützt und gegenseitig da Halt gibt, wo es einfach mal vielleicht ein bisschen schwerer wird. Und deswegen sind solche Dates oder solche Erfahrungen, die man da einfach sammelt, zeigen einfach noch mal, okay, ist der andere für einen wirklich da? Kann man sich auf den verlassen oder guckt er nur nach sich selber? Charlene guckt jedenfalls konstant in nur eine Richtung. Ihr Gegenüber ebenfalls. Wie würde jetzt für dich so ein perfektes Wochenende aussehen? Wir fahren einfach irgendwo hin, mitten in die Pampa. Und ich bin manchmal ein kleiner Romantiker. Ich mache das gerne, ich überrasche gerne mein Umfeld. Mhm. Und das gehört einfach mit dazu. Ja, das ist jetzt eine Antwort, die ich nicht überbieten kann. Also auf den ersten Blick passt Marc nicht in mein Beuteschema. Aber er gefällt mir charakterlich sehr gut. Ich denke mal, dass ich heute Abend noch mal drüber nachdenken werde, das Gespräch irgendwie Revue passieren lasse und dann gucke, ob das so in die Schiene Beziehung gehen könnte. Ich fand es auf jeden Fall mega schön mit dir. Ich war von Anfang an komplett überrascht und auch wie gut wir uns wirklich verstanden haben und wie nah wir uns dann auch auf dem Eis gekommen sind. Also ich finde, dass es auf jeden Fall auch sehr gut gepasst hat bei den Gesprächen. Ja. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir da noch anknüpfen könnten. Oh Gott, das wird echt schwer.
wieso tue ich mir sowas eigentlich an? Charlene hat Marc einen unerwarteten Gefühlskick verpasst. Im Vergleich zu den anderen Videochats war sie so eher im Mittelfeld, aber jetzt mit diesem persönlichen Kennenlernen hat sie sich ganz weit nach oben in die Spitze katapultiert. Oh Gott, hey. Erlebnis-Date Nummer 3 steht an und setzt dem Ganzen die Baumkrone auf. Marks letzte Kandidatin in dieser Runde ist Maren und die taucht ja eigentlich viel lieber ab. Wieso also Hochseilgarten? Ich habe geplant, mit Maren hier in so einen Kletterwald zu gehen. Einfach, um noch mal so ein bisschen an die Grenzen des jeweiligen zu gehen und mal zu gucken, wie wir jetzt dann aufeinander reagieren, ob wir uns stützen oder ob wir uns nur auf uns selber konzentrieren. Hier kommt trotzdem noch ein letzter, intensiver Blick allein auf Maren. Maren, 36 Jahre jung, komme aus Hamburg und Single bin ich jetzt seit ungefähr 4 Jahren. Liegt daran, dass der Richtige noch nicht da war. Mein Traummann sollte im Leben stehen, wissen, was er mag. Sportlich ist mir wichtig, aber er sollte auch entspannen können. Auch immer so in Yin- und Yang-Pool. Ich bin Yoga-Lehrerin und mache ganz viel Meditation. Offenheit, Toleranz, ganz großes Thema bei mir. Ja, Welthunger macht mich auch aus. Das Reisen, das ist mir ganz wichtig. Und das Leben versuchen, so gut wie es geht, zu genießen. Inklusive Abenteuer. Das nächste wartet gleich hinterm nächsten Baum. Ich hatte die wildesten Szenarien bei mir im Kopf drinnen, wer einfach auf mich auch zukommen könnte oder wie das erste Aufeinandertreffen allgemein auch läuft. Hi. Hi. Geht's gut? Bisschen die Pumpe, die geht, aber sonst alles gut bei dir. Genau so? Ja. Ja, wäre komisch, wenn nicht, oder? Bisschen. Bisschen. Sehr schön. Der erste Gedanke, als ich ihn gesehen habe, war, großer Mann, war schon mal sehr gut. Und ja, er stand da und war präsent und hat geschaut und das fand ich gut. Ich habe gedacht, wir klettern hier so ein bisschen durch die Gegend, gucken mal, wie wir schwingen uns so von Baum zu Baum, wie Tarzan. Genau. Klingt nach Disney, gehört aber eher in die Kategorie Action. Kicken kann uns bei dem Date auf jeden Fall so einiges. Also Adrenalin wird es auf jeden Fall geben. Erster Gedanke, dachte ich so, okay, Kletterwald. Ich verlasse halt ganz hart meine Komfortzone. Sogar mehr als alleine irgendwo nachts im Bus durch Mexiko zu fahren. Das hier ist schlimmer. Richtig los geht's aber erst oben. Gentleman first. Wenn du nicht möchtest, komme ich auch jederzeit wieder runter. Danke. Maren hatte, als sie die Kletterwand wirklich mal gesehen hatte und realisiert hatte, schon ziemlich großen Respekt davor, wenn nicht sogar so ein bisschen Muffensausen und Bammel. Aber es macht Spaß. Muss immer bloß gucken, wo du am besten deine Füße hinsetzt. Ist, glaub, gar nicht so einfach, sich dem komplett zu stellen. Das ist eine komplett neue Situation für sie und mal gucken, ob das was wird. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Wo soll ich mich denn hier festhalten? Nee. Muss dich, glaube ich, enttäuschen. Du machst es mega. Du hast bis dahin schon geschafft. Weiter. Alles gut. Zwei Farben hast du schon. Mit deinen Händen bist du sogar schon bei der vierten. Man wünscht sich so, dass die Maren das jetzt schafft, da hochzuklettern. Und das Tolle ist, sie bleibt auch einfach dran. Und Schritt für Schritt motiviert er sie dabei. Und das ist ja auch in der Partnerschaft ganz wichtig und ganz schön, jemanden an seiner Seite zu haben, der genau das kann, den anderen dann anzuheizen und zu motivieren, wenn der mal schlapp macht. Oh, kannst du ziehen, bitte? Ja. Oh, warte. Alles gut, genau. Nee. Wie schön zu sehen, dass Marc auch derjenige ist, der ihr den Arm reicht und sagt, hey, komm, wir schaffen das zusammen und motiviert. Ja, warte. Hoppala, Vorsicht. Okay. So. Sehr cool. Halleluja. Sehr es gut. Gibt einen auch ein gutes Gefühl und dann so ein sicheres Gefühl, wenn da jemand steht, da ist, die Hand reicht und einem ja, einfach da ist. Wir haben ja genug Zeit, ne? Wir haben alle Zeit der Welt. Schön hier die Aussicht. Ich weiß gerade nicht so weiter. Versuch, dein Bein, was jetzt noch runterbaumelt, zwischen das Holzstück und dein Bein hinzubekommen. Also hinter das Holzstück, wo du drauf sitzt. Dahinter? Sehr gut. Absurd. Hier ist schon ganz schön geil. Gleich? Ich heb sie dir hin und wenn du
wenn du soweit bist. Wenn ich soweit bin. Ich habe eigentlich jemanden erwartet, der richtig vielleicht auch mit Power reinkommt, richtig selbstbewusst, richtig Feuer unterm Arsch. Und das war es nicht ganz so. Marks Erwartungen waren mindestens so hoch wie der Kletterparcours. Kann Maren denen noch gerecht werden? Zum weiteren Kennenlernen geht's auf die Picknickdecke. Bist du eifersüchtig? Nee. Überhaupt nicht? Wozu denn? Das ist ja, also du kannst ja nie einen Menschen besitzen. Ja. So, das geht nicht. Und wenn die Beziehung gut ist und man gut kommunizieren kann, kannst du ja auch alles kommunizieren und dann gibt's keinen Grund, eifersüchtig zu sein. Aber genau mit der Kommunikation hapert es auf einmal. Was geht dir im Kopf rum? Ich bin überrascht, dass es einfach besser war als erwartet. Aber? Nee, aber nicht. Bei dem Picknick am Ende, da war es irgendwie, die Stimmung war irgendwie ein bisschen komisch. Es hat sich irgendwie so angefühlt, als wäre die Luft raus. Man merkt auch, dass sie eher ein bisschen zurückhaltend ist, ne, in ihrer Körpersprache. Sie ist eher ein bisschen schüchterner. Und was da jetzt ganz gut wäre, wäre, wenn Marc derjenige ist, der den ersten Schritt macht. Da ist so viel, aber irgendwie ist im Moment gerade mein Kopf so leer, weil ich einfach das komplette Date gerade auch noch mal ein bisschen zur Revue passieren lasse. Aber zusammen schweigen ist ja auch gut. Wenn man zusammen schweigen kann, ist das immer ein sehr gutes Zeichen. Nein. Wir können offen miteinander reden und das ist gut. Das finde ich sehr gut, das finde ich wichtig und hinterlässt einen positiven Eindruck. Der Tag war heftig, sowohl körperlich als auch geistig. Ich muss mir noch so ein paar Gedanken machen und morgen früh geht es ja dann gleich wieder weiter. Ich bin echt gespannt. Also wenn das so weitergeht, habe ich keine Ahnung, wie ich mich im Endeffekt entscheiden soll.